Vor allem auch für die SPD, denn sie geht in die Opposition. Ein schlimmer Wahlabend gestern im Willy-Brandt-Haus. Trotzdem, obwohl die SPD so ein schlechtes, ein historisch schlechtes Ergebnis geholt hat mit 20,5%, soll, so war gestern Abend zu hören, Martin Schulz die Partei weiterführen. Erhard Schärfer im Willy-Brandt-Haus. Ja, wie passt denn das zusammen? Guten Morgen. Ganz einfach. Der Rückhalt für Martin Schulz in der SPD ist riesig groß. Und wir können mal zumindest eine nicht ganz unwichtige Gruppierung innerhalb der Sozialdemokratischen Partei direkt fragen. Und zwar ihre Vorsitzende, nämlich die Vorsitzende der Jusos, Johanna Ueckermann, die bei uns ist. Sind Sie auch auf der Seite oder auf der Position, dass Sie sagen, Martin Schulz muss und soll Parteivorsitzender bleiben? Ja, ich denke, wir haben alle gesehen, dass Martin ein sehr leidenschaftlicher Kämpfer ist im Wahlkampf. Er hat diesem Wahlkampf, glaube ich, auch Würde gegeben und versucht, unsere Themen als Sozialdemokratie nach vorne zu stellen. An ihm hat es also nicht gelegen, sondern das Problem aus meiner Sicht war einfach vielmehr, dass wir es nicht geschafft haben, in der kurzen Zeit des Wahlkampfs tatsächlich auch Unterschiede herauszustellen und eine Polarisierung zwischen der Union und der SPD herbeizuführen. Was war denn gestern der entscheidende Moment für Sie hier im Willy-Brandt-Haus gestern Abend? Naja, natürlich das Wahlergebnis, als es kam, war das ein sehr bitterer Moment einfach für uns. Eine herbe Niederlage für die SPD, für die Volksparteien, aber natürlich auch für die Demokratie. Das Wahlergebnis der AfD ist beängstigend. Es gab einen Riesenjubel, als Martin Schulz hier verkündet hat, dass mit diesem Tag die Große Koalition beendet ist. Als würde ein Joch von der SPD abfallen. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so. Sie haben doch eine Menge erreicht in den vergangenen 4 Jahren aus SPD-Sicht. Wir haben eine Menge erreicht, aber wir haben eben nicht so viel erreicht, wie wir gerne wollten. Mit der Union war vieles einfach nicht möglich. Und ich glaube, jetzt ist es sinnvoll, tatsächlich in die Opposition zu gehen. Das ist der einzig richtige Schritt, damit man als SPD ja wieder erstarken kann, wieder arbeiten kann, auch an einem programmatischen Gesellschaftsentwurf, an den Unterschieden, die wieder herausarbeiten kann. Und dafür müssen wir uns jetzt die Zeit nehmen. Programmatische Erneuerung, wie soll das, in welche Richtung soll das gehen? Sie haben am Mittwoch schon ein Strategietreffen der Linken vor der ersten Fraktionssitzung. In welche Richtung soll es im Prinzip gehen? Wir müssen auf jeden Fall die Zukunftsthemen weiter bearbeiten. Und was man an den Zahlen auch sieht, ist, dass vielen Leuten nicht klar ist, was versteht die SPD unter sozialer Gerechtigkeit. Das ist, glaube ich, ein Auftrag. Und was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir auch die ganzen Neumitglieder zum Beispiel, die wir haben, die jungen Leute, die den Wahlkampf maßgeblich gemacht haben, dass wir die mit einbeziehen und tatsächlich auch Raum bieten für diese Diskussionen. Abschließende Frage, aber haben Sie schon eine Idee, warum es nicht gelungen ist, in diesem Wahlkampf diese Themen oder diese Position stärker und deutlicher und klarer zu machen? Es ist einfach schwierig aus der Großen Koalition heraus, glaube ich, und da tatsächlich mutige Zukunftsentwürfe zu entwickeln und vor allem sie auch ja, mit den Menschen vertraut zu machen. Und das geht jetzt in der Opposition hoffentlich besser. Aber 2013 ist es auch nicht aus der Opposition gelungen. Aber das Ergebnis war 2013 besser als jetzt. Ich glaube, da sieht man, dass die Große Koalition einfach ein Riesenproblem ist für die SPD, wenn man die Unterscheidbarkeit nicht hat. Aber auch da würde ich sagen, die Zukunftsthemen, da hinken wir ein Stück weit hinterher und das muss jetzt aufgeholt werden. Johanna Ueckermann, vielen Dank. Ich hätte noch viele Fragen, aber Sie haben einen Folgetermin und den wollen wir nicht platzen lassen. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen relativ spontan zu uns gekommen sind. Danke. Erfolgreiche Beratungen wünsche ich weiter. Und ja, wir, meine Damen und Herren, schon vielleicht ein klein wenig auf den heutigen Tagesverlauf gucken. Hier wird ungefähr um 9 die erweiterte Parteispitze zusammenkommen. Also der Vorsitzende mit seinen Stellvertretern, mit dem Generalsekretär, mit dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich auch dabei. So hören wir um 10 Uhr dann die Präsidiumssitzung. Und dann beginnt das, was hier von vielen Seiten angekündigt worden ist, eine Aufarbeitung dieses Wahlkampfs und auch dieser Wahlniederlage. Die SPD hat das in den vergangenen Jahren immer wieder gesagt, dass man nach den Ergebnissen, die man beispielsweise 2009, aber auch 2013 erreicht hat, sich gründlich mit diesen Ergebnissen beschäftigen will. Gemacht hat man es dann allerdings nie. Also wäre es jetzt mal vielleicht an der Zeit, sich tatsächlich intensiver damit zu beschäftigen, was dazu geführt hat, ob es tatsächlich so gewesen ist, wie Johanna Ueckermann eben gesagt hat, dass man den Unterschied zwischen der Union und der SPD nicht hat herausarbeiten können innerhalb einer großen Koalition. Ob es möglicherweise an der Kampagne gelegen hat, die nicht richtig in Schwung gekommen ist, wie viele Beobachter sagen, was unter anderem natürlich dann damit zu tun gehabt hat, dass der Kanzlerkandidat erst relativ spät gekürt wurde und insofern natürlich dann wenig Vorlauf geblieben ist, um, wie gesagt, die Kampagne richtig aufeinander aufbauend dann durchzubauen, durchzusetzen und durchzuziehen während dieses Wahlkampfs. Wir werden uns wieder melden in absehbarer Zeit. Einstweilen zurück zu Hans-Werner Fittkau.